Das stetige Brummen der Maschinen, der beißende Geruch des Rauches, Asche und Ruß in den Augen. All das sind Zeichen, dass die Welt sich verändert. Die Verlockungen des wissenschaftlichen und kulturellen Fortschritts sind der Antrieb, der euer Reich weiterbringt. Nun steht ihr vor der Herausforderung, das zerbrechliche Gleichgewicht von Erde und Mensch, von Krieg und Frieden zu wahren. O großer Friedrich, König der Deutschen, euch obliegt es, aus den unabhängigen Staaten, die euch umgeben, ein Reich zu formen. Ihr seid ein geborener militärischer Anführer, nutzt diese Fähigkeit, um euch die Städte untertan zu machen, damit sie zu blühenden Zentren des Handels und Handwerks werden. Auf das einst die Barden vom mächtigen Friedrich mit dem roten Barte singen werden, dem großen Kaiser des Heiligen Römischen Reichs.
Bei Rhodos wurde ein Koloss errichtet, 70 Ellen hoch und zu Ehren der Sonne. So viel Bronze nutzte der Künstler, dass es schien, die Quellen in den Minen sollten versiegen. Ein häufiger Fehler, den Leute machen, wenn sie etwas völlig Idiotensicheres erfinden wollen, ist, den Einfallsreichtum von Vollidioten zu unterschätzen. Ich denke, die Menschheit hat zu Beginn der industriellen Revolution einen großen Fehler gemacht. Wir haben uns auf mechanische Dinge gestürzt. Die Menschen fühlen sich nur kreativ, wenn sie ihre Hände benutzen.
Ein riesiges Grab thront über mir in Halikarnassos. Von solchen Ausmaßen, von solch exquisiter Schönheit, derer kein anderer Schatten sich rühmen kann.
¿Puedo daros una advertencia? Cambiad vuestros métodos, o los que lideran los ejércitos lo harán por vos. Behauptungen, die nicht getestet werden können, Feststellungen, die immun gegen Widerlegung sind, sind wahrheitsgemäß wertlos, egal welchen Wert sie für unsere Inspiration oder Ehrfurcht haben mögen. Man darf den Glauben an die Menschheit nicht verlieren. Die Menschheit ist wie ein Ozean. Wenn ein paar Tropfen des Ozeans schmutzig sind, ist nicht gleich der ganze Ozean verschmutzt.
Die Waffenkammer der Republik Venedig trägt die Inschrift »Glücklich ist die Stadt, die in Zeiten des Friedens an Krieg denkt«. Die industrielle Revolution und das Wachstum urbaner Dichte haben zu einem Gefühl der Anonymität geführt.
Also gut. Mal abgesehen von sanitären Einrichtungen, der Medizin, dem Schulwesen, Wein, der öffentlichen Ordnung, der Bewässerung, Straßen, der Wasseraufbereitung und der allgemeinen Krankenkassen, was, frage ich euch, haben die Römer je für uns getan?
Welcome to the United States of America. If you conduct yourself well, you can consider us friends.